Ein knackiges High Five in die Runde. Mein Name ist Adlerwache und ich begrüße euch auf meinem Kanal. Ja, Freunde, heute spielen wir mal die Talin, das absolute Zita-Monster, Stufe 6 der russischen Alternativkreuzer. Und bevor wir jetzt hier auf das Schiff eingehen, würde ich euch erstmal die Geschichte erzählen. Denn die Geschichte, die uns hier Wargaming so ein bisschen erzählt, ist vorne und hinten nicht wirklich korrekt. Deswegen habe ich mir die Mühe gemacht, habe das nochmal in aller Ruhe recherchiert und werde euch jetzt hier die richtige Geschichte zu der Talin erzählen. Der Stapellauf war am 1. Juli 1939. Sie war 210 Meter lang, 21,8 Meter breit und sollte eine Maximalverdrängung von 20.116 Tonnen bekommen. Denn die Talin war die ehemalige Lützow. Nicht verwechseln mit der Lützow der Deutschlandklasse und war das fünfte Schiff der Hipper-Klasse. Fünf? Fragt ihr euch eventuell? Richtig gehört. Es waren fünf geplant, drei fertiggestellt. Das vierte war zu 90% fertiggestellt worden. Die Seitlitz sollte dann zum Flugzeugträger umgebaut werden, was man aber nicht machte. Der Flugzeugträger sollte Weser 1 heißen. Die Lützow war nicht, wie WG hier fälschlicherweise sagt, für die Russen gebaut worden. Der Plan sah für Deutschland die fünf Kreuzer vor. Allerdings forderte die Sowjetunion im Rahmen des deutsch-sowjetischen Wirtschaftsvertrages die zwei letzten in Bau befindlichen Hipper-Schiffe an. Verkauft wurde allerdings nur die Lützow. Das Schiff war circa halbfertig und wurde am 15. April 1940 nach Leningrad geschleppt. Die Russen waren mit der Lützow absolut unzufrieden, denn wie ihr im Bild eben gesehen habt, waren nur zwei der vier 205er Geschütze verbaut. Die Flak fehlte größtenteils auch, keine Torpedowerfer, also im Großen und Ganzen war das einfach nur ein Rohling eines Kreuzers. Es wird vermutet, dass man das Schiff nicht einsatzbereit machen wollte, weil der Feldzug gegen die Sowjetunion wohl schon geplant war und so der Feind kein einsatzfähiges deutsches Schiff bekommen sollte. Bewiesen werden konnte die Theorie allerdings nicht. Die Russen hatten massive Probleme, das Schiff weiterzubauen und so wurde die Talin nie fertiggestellt. Die Lützow wurde aber erst in Petropavlovsk, es tut mir echt leid, ich kann kein Russisch, umbenannt. Zu Beginn des Russlandfeldzuges war der Kreuzer ungefähr zu zwei Dritteln fertig und beschoss ab dem 7. September 1941 mit seinen Geschützen die auf Leningrad vorrückenden deutschen Truppen. Am 17. September erhielt, ich nenne sie mal Petro, durch deutsches Gegenfeuer mehrere schwere Treffer und sank auf Grund. Hier habt ihr mal ein Bild von der wunderbaren Petro alias Talin alias Lützow, wie ihr sie nennen wollt. Und was soll ich sagen? Ja, Freunde, das sieht halt überhaupt nicht so aus wie unsere Talin. Und es kommt noch geiler. Wartet's nur ab, es kommt noch geiler. Wo waren wir denn? Da. Die Aufbauten ragten noch aus dem Wasser. Bei zwei Luftangriffen im Rahmen des Unternehmens Eisstoß, bei dem am 4. und 5. April 1942 die Geschwader, die Kampfgeschwader 1 und 4, die Sturzkampfgeschwader 1 und 2 und das Jagdgeschwader 54 den Hafen von Leningrad angriffen, erlitt sie zusammen mit anderen Schiffen eine Beschädigung durch einen schweren Bombentreffer. Trotzdem gelang es den Russen, das Schiff im September 1942 zu heben, es bis Februar 43 Neva, das ist ein Fluss, aufwärts zu reparieren und es neu zu bewaffnen. Ab 1944 bzw. ab Januar 1944 nahm das provisorisch wiederhergerichtete Schiff an den Kämpfen zur Befreiung Leningrads teil. Am 1. September 1944 wurde es in Talin umbenannt. Nach dem Krieg wurde das Schiff zu baltischem Werft in Leningrad geschleppt und sollte zu einem leichten Kreuzer ähnlich der Svetlov oder Svetlov, so rum, Svetlov-Klasse umgebaut werden. Aus Kostengründen wurde das Projekt aber im Dezember 1949 eingestellt. In der Folgezeit diente es zunächst als stationäres Übungsschiff, hieß dann NEP, wenn ich das richtig lese. Ich habe es mal unten reingeschrieben für die Leute, die Russisch können. Ihr könnt es ja gerne mal beschreiben, wie das ausgesprochen wird. Dann als Wohnschiff PKZ 112. Am 4. April 1948 wurde es von der sowjetischen Schiffsliste gestrichen und im April 1960 begann die Verschrottung im Leningrader Handelshafen. Ich habe hier nochmal Daten, was eigentlich an Bewaffnung von den Russen geplant waren. Denn hier weicht WG auch wieder größtenteils ab. Ihr wisst ja, wir haben hier 180er drauf. Jetzt hört doch mal bitte zu. Und dann seht ihr wieder, dass hier WG wieder schön in ihrer Märchenkiste rumgespielt hat. Also, die Bewaffnung war geplant von den Russen, das ist der Plan von den Russen, viermal Drillingstürme mit 15,2 Zentimetern, also 152er sollte sie bekommen. Warum hat sie denn hier 180er bekommen? 6x10 Zentimeter, dann 12x4,5 Zentimeter und 24 leichte Flak 2,5 Zentimeter. Ja, von der
Von den Torpedowerfern ist zum Beispiel überhaupt keine Rede. Sie sollte nämlich überhaupt keine Torpedowerfer bekommen. Hier hat sie noch Torpedowerfer und eine Maximalverdrängung von 19.395 Tonnen. Denn wie ihr eben schon mitbekommen habt, war das Schiff so gut wie gar nicht fertig. Sie hatte zwei ihrer Hauptgeschütze, das war's. Die Torpedowerfer waren nämlich auch nicht verbaut. Wargaming, also hier habt ihr ganz schön in die Trickkiste gegriffen. Und was soll ich sagen? Ja, die 180er tun verdammt weh. Wir schauen uns erstmal an, was ich so in die Bude eingebaut habe. Als erstes habe ich das Zielsystem Mod 1 drin, als zweites das Steuergetriebe Mod 2, als drittes das Steuergetriebe Mod 3. Man kann hier aber auch wieder das Tarnsystem nehmen, damit der Beschuss auf einen schlechter wird. Und die anderen drei Sachen baut man so oder so ein. Kommen wir mal zur Ausrüstung. Wir haben dabei natürlich HE, AP und Torpedos. Wir haben hier Schadensbegrenzung, wir haben zweimal Sonar und wir haben hier zweimal Radar mit einer Ortung von 9 Kilometern. Wirkungsdauer 15,8 Sekunden und nach der Zeit von 180 Sekunden. Anzahl haben wir hier 2 Stück, ist meinem Kapitän verschuldet. Man könnte auch auf 3 hochgehen, wenn man vollständig verpackt nehmen würde. Als Tarnung habe ich hier natürlich die Jägertarnung, denn es ist ursprünglich ein deutsches Schiff. Werte: Überleben 46 Punkte, Trefferpunkte 36.000, Panzerung 13 bis 150 mm, eine Torpedoschadensverringerung von 7%. Ja, das klingt schon mal nicht schlecht. Artillerie haben wir hier 4x380 und keine 152er. Sehr merkwürdig. Feuerreichweite haben wir 17,8 Kilometer, eine Nachladezeit von 12,3 Sekunden, Dauer von 80 Grad Kehre 22,5 Sekunden. Sprenggranaten, Höchstschaden haben wir hier 2500, eine Brandwahrscheinlichkeit von 11%. Das sind aber gar nicht mal ihre Stärken. Ihre Stärken ist wirklich die AP, denn die Talin hat eine unfassbar kranke Penetration. Also ich habe es jetzt schon öfters geschafft, eine Nagato mit einer Breitseite komplett zu vernichten. Also wirklich eine komplette volle Nagato. Die Runde wollte ich eigentlich auch nehmen. Ich habe sie leider nicht mehr gefunden. Ich vermute mal, dass ich sie versehentlich gelöscht habe, weil sie wahrscheinlich mit dem CV-Video, was jetzt letzte Woche kam, in einem großen Video verpackt war. Und so doof wie ich war, habe ich dann nach dem Bearbeiten das restliche Video gelöscht. Sehr schade, die hätte ich euch gerne gezeigt. Aber ich habe euch auf jeden Fall noch ein kleines Leckerchen noch reingepackt. Das werdet ihr dann zum Schluss sehen, wo ich dann einer Norka, ich glaube auf 15 oder 16 Kilometer, einfach mal eine Zita gedrückt habe. Also das Ding macht Zitas ohne Ende. Die Penetration, das ist einfach nur abnormal, extrem unrealistisch. Ihr haut da Schlachtschiffen Schaden rein, das ist echt nicht normal. Sekundäre Bewaffnung haben wir hier die 100 mm. Das passt. Das passt. 6 Stück sollten es eigentlich sein. Ja, genau. 6x200 mm. Das passt. Feuerreichweite 4,7 Kilometer. Nachladezeit von 4 Sekunden. Sprenggranaten Höchstschaden 1400 und eine Brandwahrscheinlichkeit von 6%. Kommen wir zu den Torpedos, die sie ja eigentlich nie hatte. Wir haben hier 2x5 533 mm, eine Nachladezeit von 131 Sekunden. Dauer von 180 Grad, Kehre 6 Sekunden. Höchstschaden 15.100 und eine Torpedoerkennbarkeit von 1,4 Kilometer. Torpedoreichweite nur 4 Kilometer. Das ist bei den Russen normal. Ja, das ist normal. Torpedogeschwindigkeit dafür aber 70 Knoten. Also wenn ihr torpen könnt, dann tut es auch wirklich ordentlich weh. Flugabwehr hat sich auch keine schlechte dabei. Wir haben hier 80 Punkte. Ich lese es diesmal nicht vor. Ihr seht's ja. Manövrierbarkeit. Ja, sie ist halt nicht die wendigste. Deswegen habe ich halt beide Steuergetriebe drin. Wir haben hier Höchstgeschwindigkeit 33 Knoten. Wendekreisradius von 900 mm. Ja genau, 900 mm. 900 Meter. Und eine Ruderstellzeit von 5,2 Sekunden. Tarnwert haben wir hier 12,8 Kilometer. Erkennbarkeit zur Luft 8 Kilometer. Und eine garantierte Erkennbarkeit von 2 Kilometern. Kommen wir zur Panzerung. Es ist ja ein deutsches Schiff, deswegen haben wir hier vorne auch den typischen Eisbrecherbug. Wir haben hier 25 mm, die durchschlagen werden können, gerade mit 406ern. Also da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Auch die 38er sollten da durchgehen. Ich glaube, die 38er müssten gerade so durchgehen. Ne? Die haben, glaube ich, 25, irgendwas Penetration. Meistens halten die Leute aber zu tief und die hauen euch dann in den Bugpanzergürtel rein mit 40 mm. Deswegen passiert da so weit nichts. Ihr solltet trotzdem aufpassen, gerade wenn ihr in 7er Gefechten seid und die Italien kann sich in 7er Gefechten wirklich gut behaupten, solltet ihr dann nicht unbedingt Bowtanken. Schauen wir uns doch mal die Zitadelle an. Ihr seht, es ist eine typische deutsche Zitadelle. Sie liegt auch ziemlich tief. Also wir haben hier einen kleinen Turtleback und dafür ist sie aber hier an der Seite sehr weich. Wir müssten den Rumpf A haben von der Hipper-Klasse. Also ihr seht schon, wir haben eine ziemlich weiche Torpedoshot oder Zitadellen-Torpedoshot. Auch die Deckpanzerungen von der Zitadelle sind nur 30 mm. Es kann wirklich wehtun. Aber ich muss auch ehrlich sagen, die Tallinn kann auch extrem gut austreten. Na, austeilen kann sie sowieso, aber sie kann auch extrem gut einstecken. Sichere Schussgranaten mit guter Ballistik ist klar, ne? Haben ja die Russen alle.
Wer hätte das gedacht? Geschütze im Überfluss, eine große Anzahl. Geschützen ermöglicht großen Schaden. Ja, das stimmt, sehr großen Schaden. Also ich kann euch wirklich sagen, so im Schnitt macht ihr immer locker eure 100k Schaden, auch wenn es mal ein bisschen weniger ist. Die Runde, die ich euch jetzt zeige, hat auch ein bisschen weniger. Aber im Großen und Ganzen seid ihr eigentlich immer so bei 90.000 plus dabei. Also das Ding kann mit der AP extrem austeilen. Und das solltet ihr auch machen. Schießt nicht mit ihr Only HE, das macht keinen Sinn. Die AP ist deutlich besser bei der Talin. Und damit kann es richtig, richtig scheppern. Und scheut euch auch nicht, mit der AP auf die Schlachtschiffe zu schießen, weil das tut den Schlachtschiffen richtig, richtig weh. Das ist einfach echt übertrieben. Sichtbar. Unterdurchschnittliche Verborgenheit. Das Schiff ist für Gegner eher sichtbar. Wow. Gut, kommen wir mal zu meinem Kapitän. Ich habe natürlich wieder den Kurzzeitstoff drauf. Ich habe als Inspiration Norman Scott und Francesco Mimbelli. Ihr könnt natürlich, auch wenn ihr sagt, boah, ich will noch mehr AP haben, dann könnt ihr natürlich noch Yamamoto drauf machen. Ihr könnt noch den Lütjens drauf machen. Ihr könnt, wie heißt der andere, den Riegewald drauf machen, das ist euch überlassen. Ich finde, die Penetration reicht voll und ganz. Der AP-Schaden ist wirklich sehr geil. Da drücke ich lieber die Nachladezeit noch runter und will sie halt wirklich sehr, sehr genau haben. Dann habe ich außerhalb der Reichweite, um die Reichweite zu erhöhen. Dann habe ich hier intuitiv, um einfach die Sonar- und Radardauer zu erhöhen. Und halt hier auch den Vorteil zu haben, dass ich dann Schiffe erkennen kann an meinen wunderschönen Ortung. Dann habe ich hier durchstoßen, erhöht die Durchschlagskraft und den maximalen Schaden der AP-Granaten. Dann habe ich fixiert, verbessert die Granatengruppierung und die Nachladezeit und die Streuung. Und zum Schluss habe ich hier noch mal Nachfüllstation. Ey, heute ist wieder meine Zunge komplett außer Rand und Band. Also ihr seht, Ladezeiten der Kreuzhauptgeschütze werden verbessert. Und als defensiver Perk habe ich dann nochmal Reichweite der Kreuzerhauptgeschütze plus 10%. Ich sage ja immer wieder, ich finde diesen Perk einfach absolut schwachsinnig, weil die Kreuzer somit einfach deutlich höhere Reichweiten als die Schlachtschiffe kriegen. Ich weiß nicht, was sich Wargaming dabei gedacht hat, aber okay, da kann man leider nichts dran ändern. Ja, Freunde, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich im Gefecht wieder. Und nach dem Gefecht gibt es dann nochmal, wie gesagt, so eine kleine Leckerei, dass ihr auch seht, dass ihr selbst auf großen Reichweiten Zitadellen auf Schlachtschiffen zielen könnt. Gut, dann bis gleich! So, Freunde, willkommen auf der Talin. Wir sind hier Dreizack-Herrschaft unterwegs. Bekleidet werde ich von Venom in seiner Weser und dem Captain Pain in seiner Shanos. Wir haben eine sehr offene Colorado, eine Kneise, eine Caracciolo, eine New Mexico, eine Weimar, eine Pensacola, eine Z35 und eine AL Yuki-Kase im Gegnerteam. Ihr seht schon, wir hatten die Zitadellenaufgabe der Venom und ich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, klar, mit der Weser geht das natürlich auch super, aber die Talin kann das doch nochmal deutlich besser. Achtet mal darauf, wie viel Zitas wir in der Runde machen. Ich glaube, 10 müssen wir insgesamt machen. Keine Sorge, die 10 habe ich nicht geschafft. Aber mit der Talin geht das einfach so ultra schnell. Also das Ding haut Zitas gerade gegenüber Kreuzern, auch gegen Schlachtschiffen raus. Ich habe ja schon gesagt gehabt, Ende der Runde zeige ich euch nochmal eine kleine Einblendung, wo ich einer Norka, ich glaube auf 16 Kilometer, eine Zita gedrückt habe. Das ist schon echt einfach nur krank. Ja, wie gesagt, ich habe hier schön die Jägertarnung drauf. Der Pain hat mich nachgemacht, hat auf seiner Kneisen aber auch die Jägertarnung drauf. Warum er sich nicht einfach die historische kauft? Ich verstehe es nicht. So, da haben wir schon mal eine feindliche New Mexico. Und ja, wie gesagt, mit der Talin kann man wirklich hauptsächlich AP spielen. Klar, wenn Schlachtschiffe angewinkelt sind, kommt immer auf die Schlachtschiffe drauf an, die ein leichtes oder die ein weiches Deck haben. Da kommt man auch mit der AP noch nach wie vor gut durch. Aber da sollte man dann auf jeden Fall logischerweise auch auf HE wechseln. So, da haben wir schon mal eine Z35, die da aber leider wieder zugeht. Da haben wir hier nochmal der Pensacola 5900 Schaden frontal gedrückt. Die scheint überhaupt nicht da zu sein. Ah, Mexiko, schön Breitseite. Aber ich komme nicht über den Berg. Jetzt komme ich über den Berg, aber ich glaube, sie dreht schon wieder ein. Ja, Pain wird hier von einer, ich denke mal von der Weimar, ich weiß es nicht, angeschossen. Zack, haben wir 1688 Schaden. Ja, sie hat eingedreht. Ärgerlich. So, wir schießen einfach nochmal blind auf die Pepsi. Falls ich sie weiterhin zu Sprachstörungen haben sollte, Freunde, das liegt daran, dass die Schmerztabletten, die ich momentan nehmen muss, mich sehr groggy machen und ich mich fühle, als wäre ich betrunken. Also habt ein bisschen Nachsicht, wenn ich hier wieder einen absoluten Zungenbrecher kriege. Aber ich kann es momentan einfach nicht ändern. Ich wollte euch eigentlich erst 2 Runden zeigen, aber die Befürchtung, dass ich mitten im Gefecht oder mitten im Kommentieren einschlafe, ist halt ziemlich hoch, weil die mich halt wirklich total down machen. Deswegen
belassen wir es bei einer Runde. Ich hoffe, dass ich die überstehen kann, ohne dass sie mich gleich schnarchen hört. So, wir gehen weiterhin auf die New Mexico. Wir sind gespottet. Ich denke mal, die Z-35 wird hier gleich um die Ecke tauchen. Aber wir haben ja Radar dabei. Zack, nochmal 1600 Schaden auf die Mexico. Haben jetzt mal auf HE gewechselt, weil ich dachte, okay, die kommt gleich hier durch. Kommt sie aber leider nicht. Sie bleibt hinter der Insel stehen. Aber das Schöne ist, der Venom konnte sie dann mit dem Torpedos anfliegen. Und hat da, glaube ich, auch einen kassiert. So, schießen jetzt hier nochmal mit der HE auf die Mexico. Vielleicht haben wir Glück und könnten... Na, schade. Könnten da nochmal einen Brand raushauen. Ja, Mexico haut ab. Die hat Angst vor Natalin. Ah, zwei Flugzeuge, drei Flugzeuge abgeschossen. Also ihr seht's, vier Flugzeuge abgeschossen. Jawohl, Mexiko brennt. Die Tallinn hat halt auch wirklich eine gute Flak. Das muss man hier lassen. Ah, Z-35 bleibt da hinten. Macht sie nicht verkehrt, ne? Macht sie wirklich nicht verkehrt. Jawohl. Da gab's nochmal eine schöne. So, ah, Pepsi-Cola ist jetzt doch aufgewacht. Eventuell hat er auch eine 56K-Leitung oder ein 56K-Modem. Für die Älteren unter euch, ihr kennt das bestimmt auch noch. Hatte ich damals auch. Die jüngere Generation wird damit wohl nichts mehr anfangen können. So. Wunderschöne Granatengruppierung. Zack, Triple Zeter, vernichtender Schlag. Das Ding ist raus. Also der hatte nicht lange Spaß in der Runde. Und das ist halt bei Natalin normal, ne? Also wenn da wirklich ein Schiff Breitseite zeigt, egal ob Schlachtschiff, klar, bei Schlachtschiff kommt es immer drauf an, was es für eins ist. Aber da auch ab einer gewissen Distanz, da haut ihr einfach Schaden raus mit dem Teil. Das ist einfach abnormal. Ich finde sie persönlich auch deutlich besser als die Riga. Ich finde die Riga nach wie vor nicht schlecht. Aber die Riga trollt deutlich mehr als die Tallinn. Also man hätte die Tallinn hier auch locker auf T7 bringen können, so wie sie ist. So, gehen jetzt hier nochmal auf die Z-35. Und zack, Z-35 ist auch raus. Und das Cap gehört auch wieder uns. So wie es sich gehört. Gut. Ja, Mexiko will schon auf die andere Seite der Karte fahren. Gehen wir nochmal mit HE drauf. Ich hoffe, dass wir hier die Serov, die feindliche Serov hier auch nochmal aufkriegen. Beziehungsweise, dass uns da Venom die auch nochmal spottet. Ah, da ist eine Kneise. Könnte man eigentlich auch nochmal drauf gehen. Ah, komm, Türmchen. Ja, Turmdrehgeschwindigkeit ist halt nicht die beste, ne? Aber wir kommen drüber. Jawohl, wir kommen nochmal drüber. Müssen uns hier leider um die Mexiko kümmern, weil wenn wir jetzt nach links runterfahren, dann kann er halt permanent auf uns schießen. Und ja, das will ich mir einfach nicht gönnen. Ach, Gneisenau ist auch schon raus. Schade. Nochmal 2400 Schaden. Da ist die Serov. Ah, die steht so blöd in der Insel. So angewinkelt. Mal schauen, ob wir durchkommen. Einfach mal schauen, ob wir durchkommen. Ah, jetzt haben wir auch keine gute Streuung. Aber schaut euch die Granatengruppierung an. Das ist einfach nur abartig, ne? Also das ist wirklich schon fast Stalingrad-Niveau. Also das ist schon echt geil. Also Tallinn ist ein schönes Schiff. Macht mega viel Spaß. Auch optisch einfach ein schönes Schiff. Na gut, ist halt auch ein deutsches Schiff, ne? Mit 180ern, die sie nie kriegen sollte. Aber okay, jawohl. Nochmal eine Zitadelle auf den Flugzeugträger. Jetzt haben wir hier schon vier Zitadellen auf der Uhr. Ach, Mexiko. Was hast du nur vor? Was hast du nur vor? Da schießt, glaube ich, die Weimar auf uns. Ah. Komm schon. Mal wieder eindrehen hier. Ah, wir brennen. Ah, ich denke mal, das ist die Weimar, die auf uns schießt. Ah, nochmal 2000 Schaden. Ja, da ist die Weimar. Ah, Kolo ist auch nicht mehr viel dran. Aber erstmal muss jetzt hier die Mexiko weg. Und dann fahre ich da runter und kümmere mich um die Weimar. Nehmen wir jetzt die hinteren Türmchen auch nochmal.
Ah, wieder 2000 Schaden. Ah, leider nur ein Tausender. Aber mein Mann noch. Sollte die auch raus sein. Und zack, jawohl. Mexiko ist raus. So, drei Schiffe versenkt. Da kommt der CV wieder auf uns. Jetzt kommt gleich die Blödheit von Adlerwache. Weil eigentlich würde ich gar keinen mitnehmen. Aber ich war mal wieder ein bisschen verpeilt. Weil wenn ihr seht, dann hätte ich noch ein bisschen weiter eingedreht, was ich geschafft hätte, dann hätte ich den einen Torpedo mir sparen können. Aber gut. War halt nicht schlimm, hat uns kaum Schaden abgerissen, deswegen egal. Egal. Gönnen wir ihm seinen Erfolg auch mal, dass er mal einen Torpedotreffer gelandet hat. Aber leider komme ich auf die Seraph nicht drauf. Ah ja, sehr schön. Seraph ist raus. Dank Venom. Ja, und hat die Bomben auch noch daneben geschmissen. Und wir fahren jetzt da runter. Leider nur noch zwei Schiffe im Gegnerteam. Ärgerlich. Sehr ärgerlich. Da die Weimar und die Yukikaze. Ja, Yuki hat sich sogar eingenebelt. Aber wenn wir die zwei Schiffe sogar versenken würden, dann hätten wir sogar noch eine Krake. Das wäre natürlich auch ein schöner Abschluss, ne? Dafür darf die aber auch nicht aufgehen. Und ihr seht, ihr müsst auf die Minikarte gucken, ne? Der Vietnam, der ist die ganze Zeit mit uns gefahren mit seinem CV. Okay. Ja. Jetzt könnte es ein Tickchen schneller sein, ne? So 40, 50 Knoten, das wäre jetzt schon was Feines. Ah, Weimar ist noch fast voll. Weimar. Ist kein Gegner für den Tallinn. Da lachen wir nur drüber. Na, schade, haben die Yuki nicht getroffen. Ah, Tallinn kommt. Tallinn. Die Weimar kommt auch zu uns. So, da ist die Yukikaze. Wieder zugegangen. Wir haben sie wieder nicht getroffen. Verdammt. So, da ist er. Da ist sie. Wechseln jetzt nochmal auf HE. Komm schon, ich will sie haben. Nein! Oh, ärgerlich. Ärgerlich. Gut, damit ist halt unsere Chance auf den Kraken leider dahin. So, Weimar. Viele sagen ja, absolutes OP-Schiff. Dem zeigt mir jetzt erstmal, was OP bedeutet. Also ich will jetzt nicht damit sagen, dass die Tallinn OP ist. Aber die Tallinn ist in meinen Augen einfach deutlich stärker als der Weimar. Zumindest im Gunfight gegen einen Kreuzer. Jawohl, sie dreht. Das könnte wehtun für die Weimar. Und zack, Doppelzieher. So sieht es nämlich aus. Ah, er trifft wieder ab. Aber ich denke, das wird er nicht überleben. Und zack, nochmal eine Zitadelle. Also sieben Zitadellen in der Runde. Schade, die 100.000 haben wir leider nicht ganz geknackt. Was haben wir gemacht? 98.000, erstes Blut vernichtet und Schlag. Sieben Zitadellen, vier Schiffe versenkt. Platz 1 mit 2.636 Basis-CP. Und dann schauen wir uns nochmal den wirtschaftlichen Teil an mit 266.000 Credits. Ja, jetzt zeige ich euch nochmal schnell das kleine Video und dann gibt's das Fazit. Bis gleich. So, Freunde, dann kleines Fazit zur Tallinn. Ja, die Tallinn ist einfach mega geil, ne? Die ist saumäßig stark. Das ist ein absolutes Zitadellenmonster. Das Ding haut Schaden mit der AP raus. Das sucht schon wirklich fast seinesgleichen. Und ja, da lasst ihr auch jede Weimar mitstehen. Das Ding wirklich ist ein absoluter
Kreuzerjäger. Ihr könnt Schlachtschiffe damit zitalisieren ohne Ende. Ihr könnt wirklich Schlachtschiffe one-shotten. Also der Venom hat es schon geschafft, eine Dreiviertel-Sinop zu one-shotten. Ich habe eine Nagato full-life gewone-shottet. Also das ist alles möglich mit der Talin. Das Ding hat eine Penetration. Das ist einfach nur krass. Dann habt ihr noch Radar dabei, Sonar. Also könnt ihr auch gegen DDs sehr gut bestehen. Also es gibt eigentlich im Großen und Ganzen kein Schiff, wo die Talin nicht gegenhalten kann. Ne? Also das Ding ist wirklich krass und stark. Und ja, ein sehr, sehr geiler Kreuzer. Spielt sie mal. Und meine Empfehlung, spielt sie hauptsächlich mit AP, denn da sind ihre großen Stärken. Ja, Freunde, dann wird es auf jeden Fall die Tage nochmal eine Community-Runde geben. Und es müsste die Woche auch die Patchnotes kommen. Also werden wir uns auf jeden Fall eventuell dann bei den Patchnotes wiedersehen. Dann wünsche ich euch einen schönen Start in die Woche. Bis dahin, euer Adlerware. Macht's gut!